Ich glaube, man muss sich darüber im Klaren sein, dass Wagenknecht neben den Landesverrätern von der AfD die schlimmste Propagandistin des Kriegsverbrechers Putin ist und damit ihn immer wieder ermöglicht, diesen Krieg fortzusetzen. Damit ist sie im Grunde de facto eine der schlimmsten Kriegstreiberinnen, die wir im Land haben. Anton Hofreiter, genannt Panzer Toni, wirft anderen wieder mal Landesverrat vor, während er selbst die Eskalation des Krieges vorantreibt und weiterhin auf Waffenlieferung pocht. Diese heuchlerische Doppelmoral der Grünen ist unerträglich. Sie reden vom Frieden, während sie mit ihren Entscheidungen das Blutvergießen verlängern. Es wird Zeit, dass die Menschen in Thüringen und ganz Deutschland diesen gefährlichen Heuchlern endlich das Handwerk legen. Herr Hofreiter, während Sie vergeblich versuchen, andere als Verräter zu brandmarken, sehen immer mehr, dass Sie der wahre Brandstifter sind. Es ist an der Zeit, dass wir Ihre kriegsgeilen Parolen nicht länger ertragen müssen. Es ist auf jeden Fall eine Abstrafung für die Ampelkoalition gewesen. Ein Beben geht durch Thüringen, geht durch Deutschland nach den Wahlen in Thüringen und Sachsen. Und hier beim politischen Gillermoos, da ist Anton Hofreiter von den Grünen bei mir. Wir stehen direkt vorm Weinzelt, wo Sie auch gerade Ihre Rede gehalten haben. Es ist ein desaströses Ergebnis für die Grünen. Das kann man eigentlich nicht schönreden, oder? Nee, das Ergebnis ist eine schwere Wahlniederlage. Man ist angesichts der Gesamtlage froh, dass wir in Sachsen weiter im Parlament vertreten sind. Aber es ist eine Niederlage, das kann man nicht bestreiten. Und was ist die Konsequenz, die man aus so einer doch wirklich sehr starken Niederlage dann zieht, Sie als Politiker und Ihre Partei? Ich glaube, man muss eine ganze Reihe von Konsequenzen ziehen. Manches hat man allerdings ehrlicherweise nicht selbst in der Hand. Nämlich das Wichtigste wäre, dass die Bundesregierung, das Kabinett zu einem anderen Modus kommt, zu einem Modus, wo weniger gestritten wird. Es ist in der Politik nicht schlimm, in der demokratischen Politik, dass gestritten wird. Es gehört dazu. Das Problem ist bloß, es wird gestritten, geeinigt, dann wieder aufgemacht, dann wieder gestritten, dann wieder geeinigt, dann wieder aufgemacht. Das ist ein Modus, der einfach einen erheblichen Teil der Menschen im Land auf die Nerven geht. Und ich konnte es verstehen, es geht mir selbst auf die Nerven. Es wird nicht nur viel gestritten, es werden auch wenig Lösungen gefunden. Gerade bei der Migrationspolitik ist dann die Einigkeit in den Ampelparteien eben doch sehr gering. Und da geben viele Wähler an, dass die Migrationspolitik ein Grund war, eine andere Partei zu wählen, zum Beispiel BSW oder AfD. Ich glaube, bei der Migrationspolitik muss man sich erstens mal darüber im Klaren sein, dass Lösungen nicht so einfach sind, das stimmt. Zweitens, dass wir in einem erheblichen Umfang auch Migration brauchen, angesichts des Fachkräftemangels. Und drittens, dass wir weit entfernt sind von Glück, im Moment die Probleme gut gelöst zu haben. Und viertens, ich glaube, die Migrationspolitik schadet allen demokratischen Parteien. Sie schadet auch der Union. Und deshalb wäre es da wichtig, dass man gemeinsam, insbesondere bei dem Politikfeld, auch mit der Union zu vernünftigen Lösungen kommt. Nämlich, wie gesagt, auch die Union hat zwar klar die Wahlen gewonnen, aber ey, wenn man sich die Ergebnisse von BSW und AfD anschaut, wie gesagt, ich glaube, alle demokratischen Parteien müssen sich da an die Nase nehmen. Herr Hofreiter, Sie sagen es, wenn man sich die Ergebnisse von AfD und BSW anschaut, dann sieht man, die Unzufriedenheit ist enorm. Sie haben in Ihrer Rede hier gerade in dem Zelt hinter mir sehr leidenschaftlich über den Krieg in der Ukraine gesprochen. BSW wird vielleicht wahrscheinlich in die Koalitionsgespräche mit der CDU gehen. Mit dem Ansatz, dass zum Beispiel Sarah Wagenknecht festgelegt hat, dass sie nur bereit ist zu sprechen, wenn man Diplomatie in der Ukraine anwendet. Sie wissen, was mit Diplomatie gemeint ist. Was sagen Sie dazu? Ich glaube, man muss sich darüber im Klaren sein, dass Wagenknecht neben den Landesverrätern von der AfD die schlimmste Propagandistin des Kriegsverbrechers Putin ist und damit ihn immer wieder ermöglicht, diesen Krieg fortzusetzen. Damit ist sie im Grunde de facto eine der schlimmsten Kriegstreiberinnen, die wir im Land haben. Ich glaube, dass man sich trotzdem darüber im Klaren sein muss, dass die Union, dass die demokratischen Parteien irgendwie diese Länder regieren müssen ohne die AfD. Ich persönlich halte den BSW für eine autoritäre Partei, der eine Gefahr für unser Land darstellt, aber noch die Faschisten von der AfD machen ein anderes Problem. Deshalb wird es schwierig. Man kann nur der Union viel Glück wünschen. Aber Herr Hofreiter, die Leute haben die AfD und BSW nun mal gewählt. 33% in Thüringen. Wenn man jetzt sagt, der Bundeskanzler sagt es auch, man muss eine Regierung bilden ohne diese Partei, geht man dann nicht komplett am demokratischen Wählerwillen vorbei? Ich glaube, man muss ehrlicherweise sich eingestehen, dass insbesondere in Thüringen einfach eine Partei, deren Spitzenkandidat gerichtlich festgestellten Faschist ist oder Faschist genannt werden kann, die Wahl gewonnen hat. Und man muss versuchen, Leute davon wieder zurückzugewinnen, so viele wie möglich.
aber man muss sich trotzdem im Klaren sein, nur weil jemand demokratisch gewählt ist, ist er noch lange kein Demokrat. Nämlich eine Wahl ist kein Waschvorgang. Der faschistische Gedankengut geht aus dem Kopf nicht raus. Und deshalb müssen alle, die nicht faschistisch sind, versuchen zusammenzuhalten. Sagt Anton Hofreiter von den Grünen, einfach wird diese Situation in Sachsen und Thüringen nicht zu lösen sein. Die Stimmung in der Bevölkerung ist angespannt und aufgewühlt. Das Bündnis Sarah Wagenknecht wäre bereit zu sprechen, aber haben einiges im Gepäck an Forderungen, was den Krieg in der Ukraine angeht. Und auch die Grünen, wir haben es gerade gehört, sehen viele Probleme in der eigenen Koalition. Und der Bundeskanzler, der unbeliebteste Bundeskanzler in der Bundesrepublik Deutschland ist, der hat einiges zu tun bis zu den nächsten Bundestagswahlen 2025. Genau so ist es. Und schön trinken kann man sich die Ergebnisse von gestern auch nicht. Danke, Dorothea Schopelius. Danke, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr solche kritischen Analysen sehen wollt, dann lasst uns ein Like da und abonniert unseren Kanal. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Enthüllungen zu verpassen. Eure Meinung ist uns wichtig. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr über Panzer Toni und die grüne Kriegspolitik denkt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.